Hallo Leute, ciao von Andrea Unger, Part-Time Trading. Ich bekomme manchmal Fragen, kann man handeln nur ein paar Stunden am Tag oder so, auch erfolgreich werden? Normalerweise, Sie wissen, ich habe immer gesagt, Trading ist schwierig, ist gefährlich und man muss aufpassen, es ist nicht so, wie es manchmal erzählt wird. In diesem Fall würde ich sagen, ja, Part-Time-Trading ist möglich. Aber wie? In keinem Fall würde ich empfehlen, dass Sie nach der ganzen Tage arbeiten, zu Hause gehen und fangen an zu scalpen im Forex-Markt. Ich meine, vielleicht sind Sie gut in so einer Aktivität, vielleicht sind Sie erfolgreich und vielleicht schaffen Sie das ganz gut. Prima. Aber generell geht das nicht. Da braucht man ein Talent, ich meine, meiste Leute haben dieses Talent nicht. Das ist nicht negativ, das ist einfach so. Ich kann nicht Fußball spielen wie Cristiano Ronaldo, das tut mir leid. Auch nicht wieder schlecht eigentlich, aber okay, das ist nicht so wichtig. Das Problem ist, man braucht Talent. Generell für Scalping braucht man Talent. Da kommt etwas aus dem Bauch, was nicht alle haben. So, also was können wir tun? Part-Time-Trading kann man schaffen, wenn man eine einfache Strategie hat, wo man die Orders auf Daily Bars plant und dann diese Orders einfach in der Maschine stellt, zusammen schon mit Stop-Loss und eventuell Take-Profit und dann vergisst man. Das lässt man dort. Das ist alles auf dem Server vom Broker oder vom Markt, wenn es sogar noch klappt. Daily Bars, damit man Orders hat, diese geben natürlich weniger Möglichkeiten als die normale Aktivität. Wie beim Weltmeisterdepot zum Beispiel, wer das kennt, der weiß, dort gibt es diese Orders, die einmal am Tag kommen und die sind für den Tag gültig. Aber es gibt nicht 100 Orders am Tag, es gibt einige, manchmal nicht alle Tage. Und das Problem mit diesen einfachen Strategien ist natürlich, dass die Strategien, die alle Strategien Drawdown-Periode haben und in dem Fall, dass sie langsam arbeiten, sind auch diese Drawdown-Periode länger, die dauern mehr. Und das kann natürlich dann ein bisschen problematisch sein für die Psychologie vom Händler. Das muss man wissen und man muss bereit sein. Also ich muss wissen, dass mit meiner Strategie kann sein, dass ich für Monate kein Geld verdiene oder sogar noch Geld verliere für Monate. Man muss bereit sein, man muss man wissen. Sonst hat man sofort psychologische Probleme und vermutlich wird man dann auch etwas falsch tun, was noch schlimmer wird. Wie können wir aber wissen, ob diese Drawdown-Periode normal ist oder ob es wirklich etwas kaputt ging, dass meine Strategie ganz kaputt ist? Okay, man muss sagen, die Strategien müssen einfach sein. Wenn ich eine Strategie baue mit 100 Parametern oder so, mit allen möglichen Bedingungen, die wird vermutlich wunderbar aussehen, wenn ich die teste, aber dann, sobald sie live geht, wird sie kaputt gehen, weil es Overfitting war in der Entwicklung. Mit einfachen Strategien, die sind basiert auf Konzepten, die schon länger funktioniert haben. Was sind diese Konzepte? Man nimmt einen Markt, der normalerweise gut in Trend Following ist, also kein Mini S&P 500, sondern DAX oder Crude Oil oder andere Märkte. Und dort kauft man einfach, wenn es einen Ausbruch vom Hoch des Tages oder man verkauft Short, wenn es einen Ausbruch vom Tief des Tages gibt, vom vorherigen Tag. Also ich weiß, was Hoch und Tief waren, stelle mein Order ein, zusammen mit Stop-Loss und eventuell Take-Profit. Und das ist alles. Ich kann einige Filter nutzen. Ich kann entscheiden, dass ich diese Orders habe, nur wenn es eine Periode gab, wo der Markt ruhig war, wo es eine geringe Volatilität war, sodass vermutlich jetzt etwas passiert und mein Trend erfolgreich wird. Oder wenn der Markt einfach langsam sich bewegt hat, mit einem ADX, wie schon gesagt in einem anderen Video, kann ich sagen, okay, ich kaufe oder verkaufe nur, wenn ADX auf 5 Tage oder so,
unter 40 liegt zum Beispiel. Das ist ein guter Filter und das hilft. Aber einfache Filter, einfache Bedingungen, sodass meine Strategie so einfach wie möglich ist und damit ich die immer noch verstehen kann und da kann ich einfach wissen, wie die Sachen sich entwickeln. Ein Plan muss man haben, nicht nur für die Einstiege und für die Ausstiege als Stop oder Profit. Man muss aber auch planen, wenn man eventuell die Strategie stoppt. Also man muss schon am Anfang irgendwelche Zahlen nutzen, wo man sagt, okay, wenn ich dieses Niveau erreiche, dann werde ich diese Aktivität, diese Strategie, dieser Ansatz stoppen. Das ist wichtig. Das kann man nicht sagen, das kann ich nicht sagen. Drawdown, Anzahl von Losses, das geht für jeder Händler in unterschiedliche Wege und jeder muss entscheiden, was er nehmen will. Normalerweise nutzt man eine Zahl, die sehr stark mit der Psychologie verbunden ist. Ich heiße, ich nehme eine Sache, die mir wehtut, sodass ich sage, okay, dieses Niveau will ich nicht erreichen oder nicht überschreiten, weil es für mich wirklich zu viel bedeutet. Und das nutzt man, damit man die Strategie eventuell abschaltet, was leider passieren kann. Aber auch in diesem Fall muss man bereit sein. Also, ich will hier nicht sagen, dass Fulltime-Trading nicht psychologisch anstrengend ist. Es kann auch mehr sein. Sowieso, wenn Sie zum Beispiel ein Fulltime-Trader werden wollen, weil Sie Ihr Job verloren haben. Das ist die gefährlichste Sache, die Sie machen können und das sollte Sie niemals tun. Aber in dem Fall wäre es noch harder psychologisch, ich meine von der Psychologie, weil es natürlich noch mehr Stress bringt. Aber in generell, wie ich sage, als Part-Time-Trader können Sie Erwartungen haben, die dann nicht unbedingt so aussehen werden in der Realität. Das müssen Sie wissen. Sie müssen bereit sein, einen guten Plan haben und dann das können Sie schaffen. Sie werden nicht der nächste Rockefeller werden, aber Sie können etwas haben, was Ihnen gefallen kann und wo Sie erfolgreich werden können, wenn Sie eine gute, einfache Strategie haben. Gut, hoffe, das war interessant. Sie können abonnieren, auch Fragen stellen natürlich. Ich kann, gerne werde ich die beantworten. Und am Moment sage ich danke und ciao aus Italien von Andrea Ogro.